So, erstmal nur die Domänen hier belagern. Hauptstadt wird belagert. Wir werden von Anspannung überwältigt. Wieso denn das jetzt auf einmal? Ah, unsere Schwester ist leider gestorben. Nicht von Myr ist verstorben. Wir haben nochmal Anspannung erhalten. Und werden erstmal ausreiten. 24 Anspannung verringert. Ja. Wir müssen schauen, dass wir noch ein bisschen die Anspannung ansonsten runterbekommen. Vielleicht mal mit einer Jagd noch 9,35 im März in einem Jahr. Wir gucken mal. Gut. Eine Fraktion hat sich noch gegründet, habe ich gerade gesehen. Bauernpöbel, Populisten sind hier drin. Bauernpöbel kommt in 43 Monaten raus. Ja, die sind jetzt nicht mehr so stark. Das ist nicht so dramatisch. Hier oben wird belagert. Da sind wir aber schneller. Wir werden gleich mal hochmarschieren. Und zwar mit den 7000 hier. Ah, schaffen wir es noch? Ah, wird zu knapp. Hat das noch geschafft, der Lump? So, die Asa, unsere Tochter, wird erwachsen. Fehlgeleitete Kriegerin, aber eine Pionierin. Oh Gott. Paranoid, eigenwillig und sadistisch. Wir müssen mal einen Durchgang machen, wo wir uns sämtliche schlechten Eigenschaften geben. Alles, was da ist an schlechten Eigenschaften, ne? Du kannst dir ja deinen Charakter zusammenstellen ohne Probleme. Und wenn du lauter schlechte Eigenschaften nimmst, dann kommst du ja trotzdem nicht über die 400. Aber alles, was quasi schlecht ist, reinpacken. Und dann mal schauen, wie weit man kommt. Auf der anderen Seite, ich habe auch gedacht, wenn wir uns gar keine Eigenschaften geben, dass das dann relativ stressig wird oder so. Aber das war ja auch einigermaßen entspannt eigentlich. So, die Königin. Gut. Okay, liebe Leute, wie sieht's aus? Wir machen einen kleinen Gerichtskampf, oder? Oder holen wir uns zuerst noch Sjeland? Naja, sieht schon echt jetzt, ne? Heieiei. Maximal unbeliebt starten. Ich habe ja aktuell offline einen Durchgang am Laufen für das Achievement hier unten mit dem Mother of Us All, wo du quasi komplett Afrika einnehmen musst und dann auch nochmal mit deinem Glauben konvertieren musst. Und da war es jetzt so, dass ich den Glauben reformiert habe und habe gedacht, ich bin ganz schlau und stelle hier beim Reformieren des Glaubens hier die Haltung auf fundamentalistisch. Das heißt, die Gemeinden werden 20% schneller bekehrt. Aber Nachteil ist, dass halt alle sich Fraktionen anschließen. Und es ist komplett zusammengebrochen alles. Es ist komplett zusammengebrochen, weil alle nur noch rebelliert haben. Ich habe die gar nicht mehr so schnell niederknüppeln können, wie die wieder aufgestanden sind. Ist halt mal so. Falscher Glaube, Volk und Geschlecht mit negativen Eigenschaften. Geschlecht mit negativen Eigenschaften, weiß ich nicht, was du meinst. Meinst du als Frau in einem männlich dominierten Reich zu spielen? Na gut, da kann es halt schon sein, dass das dann relativ schnell vorbei ist, weil dann kommen so viele Fraktionen halt, da kannst du dich auch nicht mehr erwehren und dann ist es relativ schnell vorbei. Liebe Leute, bevor wir den Gerichtskampf machen, würde ich noch ganz schnell jetzt Sjeland angreifen. Wir brauchen hier oben diese eine Grafschaft. Wir werden uns auch nur die holen können. Vassalisierung ist keine Option für dich, richtig? Minus 20. Das werden wir auch mit Meinungspunkten nicht hinbekommen. Also Krieg erklären.
Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder einfach nur die Grafschaft oben oder dann das Herzogtum hier unten. Ich würde erstmal hier oben zumachen. Auch wenn es relativ wenig dann natürlich ist, aber wir machen mal hier oben zu. Mangels Alternative. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viele Einheiten der hat. Ich klicke einfach nur noch auf Krieg erklären. Ich schaue gar nicht mehr, welche Einheiten die haben. Was ist denn hier los, Leute? Ah, 5000. Gar nicht mal schlecht hier. 7000 hat er also. Er versucht hier uns noch ein bisschen was entgegenzusetzen. So, wir schicken mal 2000 nach oben. Erstmal hier oben belagern. Dann leider immer noch kein Pionier hier mit dabei. Mother of Us All ist echt anstrengend. Da sitze ich seit bestimmt 17 Stunden dran, ja. Es ist sehr anstrengend und das Schlimme ist halt, ich mache es halt schon zum zweiten Mal. Ich habe es ganz am Anfang, als Crusader Kings 3 released worden ist, habe ich es gemacht. Habe es auch fertiggestellt. Hat sich herausgestellt, die Paradox-Entwickler haben quasi einen Bug reinprogrammiert, der das Achievement nicht triggern lässt. Auch im Nachhinein nicht triggern lässt nach dem Patch. Und ja, hat leider nicht gezählt. Und es ist halt so anstrengend. Es ist jetzt nicht unbedingt schwierig, weil wie immer halt, wenn du eine gewisse Größe erreichst, dann erledigt sich das Problem, aber es ist sehr mühsam, weil alles ein bisschen so verschachtelt ist. Du hast lauter so einzelne kleine Ländereien, die du dann kontrollieren musst. Es ist einfach nur eine Fleißaufgabe. Jedes Mal, wenn ein neuer Herrscher auf den Thron kommt, eskaliert alles 1000 Fraktionen. Ja, genau. Deswegen immer Gefangene im Gefängnis lassen, die du hinrichten kannst. Kohle ist das Wichtigste, damit du dir Söldner kaufen kannst. Ja, und einfach mal dann gucken, dass du hier das einigermaßen in den Griff bekommst. Leute, Häuptling Bifur wurde ermordet. Wer konnte das Bifur nur antun? Wenn ich gesündigt habe, warum bestraft ihr dann mich? Nicht mich. Mein perfekter Sohn, das war der dritte Sohn, den wir haben. Ah, na gut. Der war aber eh nicht so gut jetzt, oder? Ja, wobei, er war eine graue Eminenz. Dem hätten wir schon weiterspielen können. Das wäre schon ganz gut gewesen. Also ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn der Gimli das Zeitliche segnet, weil er ja feige ist. Wir müssen beim Gimli unbedingt auch noch rausnehmen, dass der hier Truppen anführt. Genauso beim Oin Gloinzon. Wobei, der Oin, der kann ruhig Truppen anführen, der ist paranoid. Aber der Gimli, der muss raus. Fünf Punkte hier. Rache für Bifur. Ich weiß ja nicht, wer es war. So, wir werden mal wieder überwältigt von Anspannung. Schon wieder. Wir können Komplotte früher abschließen. Brauchen wir nicht. 81 schon. Wir brauchen nicht mehr hier beeinflussen. Wir hätten noch die Prinzessin Edelzild. Da würde ich doch sagen, dass wir dich mal beeinflussen. Ah, die ist noch klein. Die können wir nicht beeinflussen. Ist hier noch irgendjemand, der ein bisschen schlechte Meinung hat? Alle relativ gut. Die Gurli. Die wird beeinflusst. Hey, Schnudelhuber. Alle töten, dann ist der Richtige dabei. Dann haben wir halt niemanden mehr, der für uns kämpft. Das ist das Problem. So, wir gehen mal Richtung Hauptstadt. Röhü wird belagert. Oh. Das ist aber mal endlich mal eine schlaue KI, Leute. Wir werden mal kurz abspalten. Und zwar die Hälfte.
müssen mal gucken, ob die 4000 jetzt hier hochgehen dann. Aber wir müssen jetzt schnellstmöglich nach Öhü. Aber sowas von schnell. Damit wir hier nicht plötzlich aus unserer Festung gezogen werden. Wir haben ja mittlerweile ein bisschen auf... Ah, da guckt euch mal an, wie die KI wieder cheatet. Ich mache hier unten die Route Richtung Hauptstadt und die KI weiß natürlich schon, dass ich komme und verzieht sich jetzt. Natürlich. Das ist wieder mal typisch. Wir bleiben mal kurz hier stehen und schauen mal, was er macht. Ah, jetzt fährt er hier runter. Wahrscheinlich, er könnte vielleicht hier reinfahren. Wir teilen mal die Schiffe auf. Hier 4000 hier. Ja. Wir brauchen hier oben noch Truppen, die verteidigen. Wir bleiben mal mit einer Einheit hier oben mit den 8000. Wir könnten aufteilen, 4000. Dann könnten die hier aber weggefrühstückt werden. Dafür hätten wir hier oben Sicherheit. Wir machen... Mach mal... 1000... Mach mal 3000, oder? 3400. Die fahren jetzt hier hoch. Und die 4700 fahren hier rein. Müsste nicht bei der Sterbestatistik stehen, von wem er erschlagen wird? Unser Sohn? Hier meinst du? Oh, ja, tatsächlich. Er wurde gar nicht heimtückisch ermordet. Ihm wurde der Kopf abgerissen. Von Ingimar of Bebbanburg. Ach, wahrscheinlich hat er auch mitgekämpft. Deswegen. Na gut, dann gucken wir uns mal. Danke für den Tipp. Ich dachte, der ist halbtückisch ermordet worden. Dann werden wir uns mal den Ingimar of Bebbanburg anschauen. Wo der denn hier zu Hause ist. Wem gehörst du denn? Zieland. Leute. Da würde ich ja mal sagen. Oh, 5%. Da würde ich ja mal sagen, wir starten mal einen kümmerlichen Komplottversuch. Komplott unterstützen. 8 Jahre. Wir könnten 2 Leute einladen. Machen wir aber noch nicht. 3 Jahre. Leicht bekommen wir doch unsere Rache. So, ihr hier oben. Oh, zum Gerichtskampf herausfordern geht wahrscheinlich nicht. Das wäre natürlich gut. So, jetzt hat er hier 6000 hier oben. Das heißt, wir müssen hier unten dann doch nochmal die ein oder andere Truppe hier loswerden. Bring dich hier hoch. Mein Ratsmarschall Herzog Ivo hat mir stolz einen neuen Rekruten präsentiert. Der Arngrim. Ja, abscheulich aggressiver Angreifer, zäher Soldat. Ja gut, den kann man schon einsetzen. Doch. Da zieht er auch gleich den Helm an. Das Alter der Welt. Ich studiere die alten religiösen Texte und die Schriften der Gelehrten. Und sie sind sich offenbar alle einig, dass die Welt 6000 Jahre nach ihrer Schöpfung enden wird. Kennen wir schon. Das Volk hat die Wahrheit verdient. Wir würden Frömmigkeit einbüßen. Dafür Prestige erhalten. Wir würden hier Frömmigkeit erhalten, wenn wir Refil zustimmen. Und Prestige einbüßen. Und hier würden wir einfach nur Lebenswandel bekommen. Ich hätte ja fast gesagt, wir holen uns die Frömmigkeit und zetteln vielleicht noch einen kleinen Religionskrieg an. Gegen, also wenn wir noch so lange leben, aber gegen die Katholiken. Da hätte ich ja schon ein bisschen Bock jetzt darauf. Ein bisschen, ne? Wir machen das mal. So, wir sind zum Heiligen aufgestiegen. Wir sind eine Glaubensikone. Also der, es ist ja Wahnsinn, ne? Der Gläuen hat wirklich alles erreicht, was man erreichen kann. Es ist unfassbar, was der in seinem Leben geleistet hat. Und jetzt wäre eigentlich Zeit für Rente, aber wahrscheinlich auch dann für den Tod. So, Meinung verbessert. Sehr schön. Wir haben die Hauptstadt fertig belagert. Wir werden nochmal 1000 hochbringen.
Die Bondi kommt noch hoch. Und wir werden hier auf Jagd gehen, auf die 6000 hier. Die sich offenbar jetzt schon auf den Rückweg machen. Wahrscheinlich Richtung Hauptstadt. Ah, wir müssen mal gucken, wo die jetzt hingehen. Und wir brauchen dann ein bisschen Springereinheiten. Oh, okay. Also, die gehen hier hoch. Das heißt, wir kommen hier wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig rein. 5300. Ein guter Anführer. 34, der aber momentan irgendwo anders drin sitzt. Das könnte schwierig werden. Wisst ihr was, Leute? Diese Gelegenheit lässt sich unser Kaiser nicht nehmen. Er geht volles Risiko, auch wenn wir zahlenmäßig unterlegen sind. Er hat auch sehr viel Kriegsvolk. Oh Gott. Er hat richtig viel Kriegsvolk. Ich bin ja geneigt, hier mal kurz abzudampfen. Vielleicht ist unser Kaiser doch nicht so mutig. Weil wir hier einfach nicht mehr hochkommen. Das dauert jetzt noch 30 Tage, bis wir hier ankommen. Ah, wir müssen leider die Belagerung hier oben aufgeben. Wir müssen die Belagerung aufgeben und werden dann gestärkt hochlaufen. Der Kaiser zieht sich wieder zurück. Und wird hier den Arngrim, der hier frisch... Nein, wir kommen nicht mehr rechtzeitig weg. Na gut. Das heißt, oh Gott, guckt euch mal diese Vorteile an hier. 17 Tage. Na gut. Ja gut, da kann der Arngrim gleich mal zeigen, was er kann. Oh, wir sind doch noch weggekommen jetzt. Wir sind ja doch noch weggekommen, Leute. Ah, okay, dann war das Symbol, dass unsere Truppen, die hier hochlaufen. Also, Truppen sammeln, einmarschieren hier. Verteidigung einer Furt, da können wir aber außenrum gehen, oder? Ja. Wir machen einen kleinen Umweg. Dann hier unten belagern. Und unser lieber Kaiser, das hat ja aber nicht lange gedauert jetzt hier. Er hat leider nicht mehr miterlebt, wie Sjaeland eingenommen ist, aber er hat ansonsten sehr viel erlebt. Hochkönig Gloin von Öhü ist nach 66 Jahren fortgegangen, steht hier, um an den Festmahlen im Jenseits teilzunehmen. Er starb an Altersschwäche. Er war bekannt für seine ausgefeilten Strategien und verbrachte oft tagelang damit, Schlachtfelder zu bewerten und seine Truppen auszubilden. Hochkönig Gimli besteigt den Thron. Er ist ein elender Feigling. Seine Untertanen werden ihn wohl nicht respektieren. Da gucken wir mal. Er muss auf alle Fälle gleich mal die Narrenkappe übernehmen von seinem Papa. Er hat schon viel erreicht, ne? Der Gloin, nicht schlecht. Also Hut ab, Narrenkappe ab. Er hat richtig viel erlebt, der Gute. So, das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal wieder sammeln, müssen wir erstmal wieder alles auf Vordermann bringen. Dann werden wir den Krieg hier schnellstmöglich zu Ende bringen und werden dann mal schauen, wie wir uns der Fraktionen erwehren können.